Heute befassen wir uns mit einer der grundlegendsten Unterscheidungsmerkmale in der Pensionskassenwelt, nämlich dem Unterschied zwischen Beitrags- und Leistungsprimat. Fangen wir mit dem Beitragsprimat an. Wenn Sie in einer Pensionskasse versichert sind, wo die Altersleistungen nach dem Beitragsprimat festgelegt sind, dann passiert nichts anderes, als dass sämtliche Sparbeiträge, die Sie und Ihren Arbeitgeber leisten, jedes Jahr auf Ihrem persönlichen Alterskonto gutgeschrieben werden. Nebst diesen Altersgutschriften fällt im Laufe Ihres Erwerbslebens hoffentlich zusätzlich noch ein Zins an, der Ihnen ebenfalls gutgeschrieben wird. Im Zeitpunkt der Pensionierung wird dann das vorhandene Altersguthaben mit dem Umwandlungssatz in eine jährliche Altersrente umgewandelt. Wie hoch die Rente wird sein, wissen Sie erst bei der Pensionierung mit Sicherheit, weil sie hängt von der Höhe der Altersgutschriften, vom Zins und natürlich vom Umwandlungssatz ab, der zum Zeitpunkt Ihrer Pensionierung gültig ist. Beim Leistungsprimat ist es genau umgekehrt. Das Erste, was festgelegt wird, respektive bekannt ist, ist die Altersleistung, die Sie bekommen. Also der Teil, der beim Beitragsprimat erst am Schluss feststeht. Nehmen wir an, im Vorsorgeplan von Ihrer Pensionskasse ist eine Altersrente von 60% von Ihrem versicherten Lohn festgelegt. Das bedeutet, dass Sie unabhängig von der Höhe der Altersgutschriften und dem anfallenden Zins Anrecht haben auf eine Altersrente von 60% von Ihrem versicherten Lohn. In diesem Fall muss man jetzt noch festlegen, wie hoch die jährlichen Beiträge Ihrer Pensionskasse in Prozent vom versicherten Lohn sein müssen, damit zum Zeitpunkt Ihrer Pensionierung so viel Geld vorhanden ist, damit Ihre Pensionskasse Ihnen bis an Ihr Lebensende eine Rente von 60% von Ihrem versicherten Lohn auszahlen kann. Natürlich werden auch in diesem Fall nebst den Beiträgen noch Zinsen, die während Ihrem Erwerbsleben anfallen, berücksichtigt. Im Unterschied zum Beitragsprimat, wo Ihnen einfach so viel Zins gutgeschrieben wird, wie anfällt, muss man aber beim Leistungsprimat schon von Anfang an eine Annahme treffen, wie hoch die Zinsen während Ihrem ganzen Erwerbsleben werden sein.